Ja, hallo Landshut. Ich bin Rainer Klute, ich bin der Vorsitzende dieses Vereins und bin gerne ansprechbar für alle Arten von Argumenten, die ihr für oder gegen die Kernenergie habt, die ihr für oder gegen uns habt. Kommt auf mich zu, ich beiß auch nicht so sehr, bin da gerne offen und bereit für Gespräche. Vorhin hörte ich von einem Mitstreiter hier, hat uns ein freundlicher Herr von den Grünen Schläge angedroht. Da denke ich, wenn das ein Argument ist, wenn Schläge ein Argument sind, dann ist es mit den echten Argumenten, mit den Sachargumenten wohl nicht weit her. Wenn einem nichts Besseres einfällt, als dem Gegner Schläge anzudrohen, das ist ein argumentativer Offenbarungseid. Okay, was die Sachargumente angeht für die Kernenergie, haben wir eine Broschüre erstellt, Klimakrise, Kernkraft, 12 unschlagbare Argumente für die beste Energiequelle der Welt. Diese Broschüre haben wir hier drüben an unserem Infostand, könnt ihr gerne kostenlos mitnehmen. 12 Argumente, eins möchte ich davon mal kurz vorstellen. Das Argument, was ich am meisten höre, was gegen die Kernenergie spricht, angeblich, das ist der Atommüll. Also auch wenn man argumentiert, ja, die Kernenergie kann den Klimawandel aufhalten oder kann uns zumindest helfen, mit den Folgen des Klimawandels klarzukommen. Die Kernenergie kann uns helfen, unsere Energieversorgung zu sichern. Dann kommt Das wird oft gesehen von Leuten, dass dem so ist, ja. Aber dann kommt oft das Argument Atommüll. Was ist denn mit dem Atommüll? Ist der Atommüll denn nicht viel schlimmer als der Klimawandel? Wobei, diese Frage wird so gar nicht gestellt. Denn das würde ja bedeuten, dass man schon anfängt zu vergleichen. Risiken des Atommülls einerseits, Risiken des Klimawandels andererseits. Und ich sage, wer anfängt, diese Risiken miteinander zu vergleichen, der ist auf dem richtigen Weg. Denn die Risiken des Klimawandels sind gigantisch, die Risiken des Atommülls sind winzig klein. Und es kommt noch viel besser, diesen Atommüll, den können wir nutzen. Als Brennstoff, als Kernbrennstoff in neuartigen Reaktoren, in Kernreaktoren der sogenannten Generation 4. Da ist der Müll kein Müll mehr, sondern er ist ein Wertstoff, den wir nutzen können, um unsere Energie für Jahrhunderte zu decken. Das steht natürlich auch hier in unserer Broschüre, Klimakrise, Kernkraft, wie gesagt, hier am Infotisch zum Mitnehmen. Und ich möchte das Kapitel über den Atommüll gern mal vorlesen. Hast du gewusst, dass heutige Reaktoren den nuklearen Brennstoff nur zu einem kleinen Teil nutzen können? Der größte Teil, etwa 96%, wird gar nicht gespalten. Er muss aber als Atommüll gelagert werden. Das sorgt für Angst. Das sorgt für Kontroversen. Was viele noch nicht wissen, fast der gesamte Müll ist Brennstoff für moderne Kraftwerke der Generation 4. Und das ist keine Utopie. Russland macht das bereits teilweise und verbrennt seit Anfang 2020 in seinem Schnellreaktor BN-800 Atommüll. Der Brennstoff enthält recyceltes Plutonium aus alten Brennstäben und auch Abfälle aus der Urananreicherung. Weltweit werden, von Deutschland kaum bemerkt, Reaktorkonzepte entwickelt, die das gleiche Prinzip verfolgen und Atommüll als Brennstoff nutzen. Beispiele sind der Natriumreaktor der US-Firmen GE Hitachi Nuclear Energy und TerraPower von Bill Gates.
der Stable Salt Reactor der britischen Moltex Energy oder auch der Mikroreaktor Aurora Powerhouse von Oklo. Sogar Deutschland hat mit dem Dual Fluid Reaktor ein innovatives Reaktorkonzept hervorgebracht. Für die weitere Entwicklung haben die Erfinder ein Unternehmen mit Sitz in Kanada gegründet. Warum Kanada? Warum nicht Deutschland? Ganz einfach, weil sie in Kanada eine kernkraftfreundliche Gesellschaft vorfinden und eine Politik, die die Chancen der Kernenergie sieht, sie wertschätzt und fördert. Allein unser deutscher Atommüll, der in den letzten Jahrzehnten angefallen ist, könnte uns mehrere hundert Jahre lang komplett mit Strom versorgen. Und das, was dann noch zurückbleibt, das muss nicht eine Million Jahre entgelagert werden. Da reichen ein paar Jahrhunderte aus. Was fehlt, ist nur der politische Wille, diese Aufgabe mit Zuversicht anzugehen. Und ich denke, ich bin der Überzeugung, dass dieser politische Wille in Deutschland früher oder später wieder kommt. Denn wir werden mit einer Energie, die auf unzuverlässigen Quellen basiert, die allein ihr Fundament in Sonne und Wind sieht, scheitern. Denn die Sonne scheint nicht immer und der Wind weht nicht immer. Und dann brauchen wir Energie aus anderen Quellen, aus CO2-freien Quellen. Welche sind das? Wir haben ein klein bisschen Wasserkraft in Deutschland, aber das ist auch schon alles und mehr geht nicht. Wenn wir dann noch Strom haben wollen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, dann müssen wir auf CO2-intensive, klimaschädliche Energiequellen zurückgreifen. Auf Kohle, solange wir sie noch haben, auf Gaskraftwerke, die wir dringend brauchten, wenn wir denn die Kernkraftwerke stilllegen, aber die viel zu wenig gebaut werden, weil es für die Investoren ergibt es keinen Sinn, Kraftwerke zu bauen, die nur zeitweise gebraucht werden, die nur zeitweise laufen. Nur dann, wenn Deutschland den Strom wirklich nötig hat, wenn Sonne und Wind gerade nicht liefern. Aber dann brauchen wir diese Kraftwerke, dann müssen wir sie haben. Und derzeit ist nicht abzusehen, dass diese Kraftwerke in genügender Zahl gebaut werden. Und damit will ich nicht sagen, dass Gaskraftwerke jetzt die tolle Lösung wären. Ganz im Gegenteil. Denn Gas ist CO2-intensiv, die Gasproduktion, der Gastransport setzt Methan frei, das noch viel, viel klimaschädlicher ist als CO2. Und insgesamt ist Gas auch nicht besser als Kohle in der Beziehung. Was wir brauchen, sind CO2-freie Quellen. Und da haben wir nur die Kernenergie. Und die Kernenergie, die hat sehr viele Vorteile. CO2-Freiheit ist einer davon. Weitere Vorteile findet ihr in unserer Broschüre Klimakrise Kernkraft. 12 unschlagbare Argumente für die beste Energiequelle der Welt zu haben hier an unserem Infostand für lau, kostenlos. Bedient euch und kommt auf uns zu, sprecht uns an, wenn ihr noch mehr wissen wollt. Dankeschön.